diese beiden Zusammenhänge sind jetzt nicht bestätigt. Jetzt sehen wir Bilder live vom im Stadion. Es wird, werden die Innentore aufgemacht, dass die Zuschauer auf den Platz laufen dürfen. Wahrscheinlich eine neue Sicherheitsmaßnahme jetzt der Polizei. Von einer Geiselnahme ist auch die Rede, die es angeblich in einer Konzerthalle gegeben hat hier in Paris. Und angefangen hat ja alles heute Vormittag mit einer Bombendrohung im deutschen Spielerhotel, die sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat. Da hatte man noch die Hoffnung, das war alles nur ein übler Scherz an diesem Tag. Aber dass der Tag eine solche Wendung nimmt, das reißt uns allen den Boden unter den Füßen. Explosion, d'une bombe! Explosion, d'une bombe! Il y a même pas deux minutes, il y a même pas une minute là! Explosion! À event! À l'instant, à l'instant! Une bombe, elle a explosé! Wow, on dirait du stop de pompe! Quartier, reculez! Quartier, vous! Hé, tout le monde recule! Tiens, on était à côté, bâtard! Explosion d'une bombe! Écoutez, excusez-moi!